Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, die CDU-Fraktion hat uns vorgeschlagen, dass wir darüber reden, wie das ganze Land zu einem Theaterkonzept kommt. Ich möchte Sie gern daran erinnern, dass die Linke von jeher mit Blick auf die Theater- und Orchesterlandschaft immer einen ganzheitlichen Ansatz hatte, immer Vorschläge unterbreitet hatte fürs ganze Land. Dass wir heute an diesem Punkt stehen, Herr Kokert, dass wir heute an diesem Punkt stehen, dass wir getrennte Betrachtungen haben, getrennte Untersuchungen und Sie sich genötigt sehen, zu thematisieren, ein Theaterkonzept fürs ganze Land. Wissen Sie, das ist Ihre Politik gewesen. Herr Tesch hat 2008 die aberwitzige Idee auf den Plan gerufen, mit Theaterkonzepte zu entwickeln und Betrachtungen anzustellen, rechts und links der Autobahn. Das ist nach wie vor großer Unsinn und wir sehen heute die Konsequenzen aus dem damals schon falsch eingeschlagenen Weg. Und wenn Sie heute sagen, ihr habt das mitgekriegt in den Reihen, wenn Sie sagen, wir sprechen uns jetzt für Flächentarifverträge aus, dann muss ich sagen, erntet Oho und Aha. Aber dass wir in solche Problemlage überhaupt gekommen sind, sind die faulen Früchte ihres eigenen Handelns. Wir stehen an einem Punkt, den Sie zu verantworten haben, sehr geehrte Damen und Herren. Ich finde, wenn man über Theater und Orchester und die Strategien und Entwicklungsperspektiven spricht, dann muss man auf alle Fälle erst einmal darüber reden, über die Rolle und Bedeutung von Theater und Orchestern. Bedeutung für den Einzelnen, für die Persönlichkeitsentwicklung, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für die Wertebildung, für regionale Identität und natürlich auch für die kulturelle und Herzensbildung und nicht zuletzt als Wirtschaftsfaktor. Wenn man das einmal durchgeholt hat, dann kommt man an den Punkt, dass man sagt, wie können wir die Potenziale, die wir da feststellen, wie können wir die wirksam zum Tragen bringen? Und wenn das klar ist, dann sagt man, welche Strukturen werden dem am besten gerecht? Und erst als dritten Schritt kommen wir dann zu dem Punkt, dass wir sagen, wo holen wir das Geld her, um das zu bewirken? Und Sie machen das genau umgekehrt. Sie, wie eine Mantra, tragen Sie das vor sich her und sagen 35,8 Millionen Euro. Und das ist das Budget. Und was da nicht reinpasst, wird abgeschnitten. Und das ist eine Logik, erst das Geld und dann die Inhalte. Und das ist nicht unsere Logik und deswegen sind wir mit Ihnen über Kreuz an der Stelle. Und wen wundert es, wenn man diese Logik hat, wie Sie sie offenbaren, dass dann die Krämerseelen den Ton angeben? Ich muss mal ein paar Beispiele nennen. Ja, die Krämerseelen, das ist Krämerei, das sage ich Ihnen. Und zwar, alles wird auf 35,8 Millionen Euro, Herr Dr. Nisere, zurechtgestutzt. Ja. Und dann sagt man, ja, die Potenziale, dann guckt man sich das an und sagt, also an den Sachkosten können wir gar nicht mehr viel drehen, dann reden wir nur noch über Einkommen. Jetzt reden wir mal über Einkommen. Ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, 1.600 brutto. Ein Landtagsabgeordneter, 5.500 brutto. Durchschnittseinkommen eines Unternehmensberaters, auch Durchschnitt im Land, 6.400 Euro. Und Sie, Herr Minister, 12.000 Euro im Monat. Da sage ich Ihnen, worüber reden wir? Worüber reden wir eigentlich? Ist die Arbeit von Schauspielerinnen und Schauspielern, die Weltkultur auf die Bühnen bringen, die Demokratieerziehung bewerkstelligen, ist das so wenig wert? Ist das entbehrlich? Nach Ihrem Konzept ist das entbehrlich. Darüber reden wir. Wir reden über das Schleifen von Arbeitsplätzen im Kulturbereich von Kulturakteuren. Und dann zum Realitätssinn. Sie sagen, dann sollen die mal mehr Dienste schieben. Haben Sie mir überlegt, einen Blechbläser oder einen Trompeter, wenn die von drei Diensten, es ist doch alles enthalten in Ihren Konzepten. Haben Sie die eigentlich mal gelesen? Muss ich fragen. Ja, haben Sie gelesen. Da steht drin, mehr Dienste schieben, mehr Dienste. Wissen Sie, was das mit der Muskulatur, mit den Schleimhäuten macht, wenn einer, die Menschen sind doch keine Maschinen, wenn die von drei auf sechs Diensten kommen sollen. Und Sie sagen, die Künstlerinnen und Künstler sollen mal mehr touren. Haben Sie mal überlegt, bei Wind und Wetter, Schnee und Regen, 1 Meter hohe Schneewehen, vereiste Fahrbahn, 300 Kilometer durchs Land zu ziehen, mit einer Harfe, 70.000 Euro kostet so ein Teil, auf dem Rücken, sollen die damit durch die Gegend ziehen? Ja, das sind Ihre Konzepte, das sind die realen Auswirkungen Ihres Konzeptes. Verschließen Sie die Augen davon nicht.
Ich sage Ihnen, Herr Dr. Nisiri, Ihre ganze Theaterpolitik ist völlig daneben. Sie ist realitätsfern, Sie und die Ihrer Koalition. Realitätsfern. Sie ist einer Landesregierung im Übrigen auch unwürdig und sie ist geradezu schändlich. Sie verschanzen sich seit Jahr und Tag hinter Gutachten. Herr Schulte, verantwortungslos lassen Sie die Debatte treiben. Verantwortungslos lassen Sie die Debatte treiben. Am Ende, Herr Kokert sagte eben, am Ende des Diskussionsprozesses eine Dynamisierung. Ja, wann ist der denn zu Ende? Sie geben keinen zeitlichen Rahmen vor. Sie geben keinen Zielpunkt vor. Sie moderieren den Prozess nicht. Das ist doch eine Schande, sage ich Ihnen. Sie haben doch Fürsorgepflichten für solche Einrichtungen, für die Kultur. Das gibt doch der Artikel 16 der Landesverfassung auf. Nehmen Sie das überhaupt noch ernst, muss ich Sie mal fragen. Und wie würden Sie sich eigentlich fühlen, wenn 6 Jahre lang, ich gehe jetzt nur auf Jahre 2008 zurück, wenn 6 Jahre lang jeden Tag, ja, da gucke ich die Regierung an, da gucke ich Sie an, jeden Tag die Frage steht, wenn Sie auf der Bühne sind, werden Sie noch gebraucht? Sind Sie zu teuer? Kann man nicht zusammenlegen, Soziales und Kultur? Jeden Tag so eine Diskussion. Wie würden Sie sich da wo fühlen? Kann man unter solchen Umständen qualitativ hohe Leistung bringen? Ich finde, was Sie den Menschen, den Kulturakteuren in diesem Land zumuten, ist unwürdig und schändlich. Das muss ich noch mal wiederholen. Und also, ich sage Ihnen, Sie sind im Übrigen auf dem Weg, in die Geschichtsbücher Eingang zu finden, als die Regierung, die eine Theaterlandschaft an die Wand gefahren hat, als die Regierung, die keine Theaterreform wirklich hinbekommt, die den Namen auch verdient. Allerdings kann man bereits heute sagen, das hier, wir sehen Sie ja alle mit wenigen Ausnahmen, ist die Regierung des Kulturabbaus. Das ist unser Befund. Sie sind die Regierung des Kulturabbaus. Die Theater und Orchester stehen nur symbolhaft. Ja? Na, was machen Sie denn, Herr Glawe? Sie verantworten mit über 100 Meine sehr allein im Osten. Einen Moment bitte. Also, ich kann nachvollziehen, dass diese Debatte dazu geradezu herausfordert, hier auch seine Bemerkungen zu machen. Aber dann bitte schön, und das gilt für die Regierung in jedem Fall, vom Abgeordnetenplatz. Und ich bitte doch darum, in der Diskussion oder im Redebeitrag es auch zu unterlassen, direkt die Regierungsmitglieder zu einer Herausforderung, also zu einer Erwiderung aufzufordern. Also das provoziert das dann geradezu, Herr Koplin. Bitte nehmen Sie da ein bisschen Rücksicht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich setze fort. Ich komme zu dem Befund, weil Sie allein im Osten über 100 Künstlerinnen und Künstler, über 100 Kulturakteure in die Wüste schicken wollen, weil Sie an allen Häusern produzierende Sparten streichen wollen. Und das ist mit uns nicht zu machen. Sie beschämen im Übrigen die Kulturlandschaft Mecklenburg-Vorpommerns in den Augen der Öffentlichkeit bundesweit. Sehen Sie sich mal die überregionalen Zeitungen an, sprechen Sie mal mit Expertinnen und Experten. Das ist beschämend. Und Herr Kokert, den Satz habe ich mir aufgeschrieben, dass Sie die Theater- und Orchesterlandschaft für nicht leistungsfähig halten, wie Sie es vorhin hier gesagt haben. Wenn Sie im Sommer touren, sagen Sie es mal den Künstlerinnen und Künstlern, dass Sie die Leistung nicht bringen. Ja? Oder ist auch an der Stelle nur Geld für Sie der Maßstab? Erfreulicherweise gibt es aber immer Alternativen. Und die Linke hat, auch wenn versucht wurde, das hier zu diffamieren, Alternativen vorgestellt. Im April 2012 ein Konzept, im Oktober 2012 zwei Modelle als Alternative zu Metrum und konzeptionelle Vorstellung am Montag dieser Woche. Wir sind für den Erhalt aller wir wollen Erhalt der Mehrspartentheater mit als produzierende Sparten, keine betriebsbedingten Kündigungen, Dynamisierung bereits ab 2016, die Wirtschaftsförderung, Herr Glawe, als Abgeordneter darf ich Sie ja wohl noch ansprechen, Herr Glawe, Wirtschaftsförderung für Open-Air-Festspiele und ein Ermöglichen eines Theater- oder Konzertbesuchs je Schüler in Grundschule, Orientierungsstufe Sek 1 oder Sek 2. Und wir haben zu allem, bis hinters Komma fast gerechnet, Finanzierungsvorschläge mitgeliefert, an denen Sie sich gerne abarbeiten können. Wir haben den Stein der Weisen auch nicht gefunden, aber wir müssen mal zu einem Punkt kommen. Wir müssen endlich mal
Zuverlässigkeit hier walten lassen und denjenigen, die jeden Tag auf der Bühne stehen oder im Orchestergraben sitzen, auch eine Orientierung geben, was geschehen soll. Das gebietet einfach die Fürsorgepflicht. Und insofern sagen wir, in diesem Herbst muss der Prozess zum Abschluss kommen, was die landesseitige Orientierung betrifft. Und im Übrigen, wenn Sie nachlesen wollen, www.linksfraktion.mv.de, da können Sie das alles nochmal detailliert runterholen. www.linksfraktion.mv.de ist eine gute Adresse, Herr Kokert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.